stelle Ihnen einmal als Einstiegsfrage eine Frage, die, ja, also es hat vor kurzem eine Situation gegeben, die auch zu Medienecho geführt hat. Es war in Ihrem Restaurant, hier im Sieger, der Herr Küssel unter den Gästen. War Ihnen bewusst, wer der Herr Küssel ist und warum war er hier? Wissen Sie das? Also wenn die erste Frage, die Sie mich stellen, das ist, kann ich vermuten jetzt, warum Sie hergekommen sind. Der Herr Küssel ist mir der Begriff nicht bekannt. Es ist für mich ein Mensch wie jeder. Ich kontrolliere keine Pässe, wer hier reinkommt. Der Herr Küssel ist nicht zu mir gekommen, der Herr Küssel ist in den Vortrag gekommen, weil eine Rolle an seinen spielen sollte in dem Film, was hier getreten wird. Ich habe über den Herr Küssel und seine Geschichte erfahren, nachdem in der Zeitung gestanden ist. Ich sehe das nur als ein Mittel, und uns etwas anzuhängen, dass sie uns von hier rausjagen oder uns finanziell zu ruinieren, unseren Ruf zu ruinieren, weil, wie wir im Vorgespräch Ihnen gesagt haben, es wird hier eine Agenda geführt. Also, Sie können mich alles fragen, aber was mit dem Herrn Küssel? Erstens, ich habe mit der Geschichte nichts am Hut. Ich bin ein begeisterter Koch, ich mache das mit Liebe und Leidenschaft. Und was Sie mir jetzt vorwerfen, ist für mich eine Frechheit. Aber ist egal jetzt. Die Medien interessieren mich in dem Sinne nicht. Und ob Sie mich glauben oder nicht, ist mir auch egal. Mir kann niemand etwas nachweisen. Niemand. Denn hier kenne ich überhaupt nicht. Ich wusste auch nicht, weil ich bin ein Grieche. Ich habe mit dieser Nazi-Geschichte überhaupt nichts zu tun. Ich lebe hier und jetzt in der Realität. Und was vor 50 Jahren, 100 oder 2000 Jahre, interessiert mich nicht. Es spielt keine Rolle in meinem Leben. Vielleicht stelle ich Ihnen jetzt mal eine Frage dazu, wie das begonnen hat. Also wann haben Sie das erste Mal Kontrollen erlebt? Was wurde kontrolliert und warum wurden Sie kontrolliert? Das erste Mal haben wir eine Kontrolle gehabt, gleich nachdem wir aufgemacht haben, weil wir eine Live-Musikarbeit gemacht haben für einen Freund von mir, Künstler, der keine Aufträge hatte. Und wir haben auf der Straße gespielt und Geld gesammelt, dass sie auch über die Runde kommen. Und dieser Auftritt hat die FPÖ-TV aufgenommen. Ich war befreundet mit dem Michael Bobis und ich habe auch nichts dagegen gehabt, weil, wie gesagt, politisch bin ich desinteressiert. Wer das aufnimmt, ist für mich egal. Und seitdem sind wir hier ein Dorn im Auge von einer roten Gemeinde. Und wir werden ständig kontrolliert, ständig wird unser Ruf schlecht dargestellt. Und die haben eine Jagd auf uns gelegt und versuchen mir so Angst zu machen, uns finanziell zu schädigen, indem auch der BH hier kommt mit Drohungen, dass sie hier gekommen sind, um uns zu bestrafen. Warum wissen wir nicht? Die Aussage war, während andere ums Überleben kämpfen, bei ihnen ist lustig. Wenn das ein Grund jetzt ist, uns zu bestrafen, weil wir lustig sind. Ich weiß nicht, wie die anderen das sehen. Sie haben die Corona-Auflagen nicht kontrolliert. Also Sie haben bei Gästen nicht kontrolliert, ob sie geimpft oder getestet sind, haben Sie mir vorhin erzählt. Ja. Warum haben Sie das nicht gemacht? Es gibt so viele Krankheiten. Ich habe den AIDS erlebt und überlebt. Ich habe Schweinegrippe überlebt, Vogelgrippe.
ich habe 20 verrückte Rinder gegessen. Ist mir nichts passiert. Und ich bin in diese Welt gekommen, um zu leben. Meine Freiheit zu leben und zu entscheiden, ist mir integriert von meiner Natur. Und ich sehe es auch nicht ein, dass ich teilnehme an der Spaltung der Gesellschaft. Ich bin selber Zeuge, dass Menschen darunter leiden, an das, was gerade passiert. Meine Eltern, meine Schwiegereltern, unsere Enkelkinder, meine Schwester und viele Menschen von unserem Freundekreis. Und ich nehme mir das Recht, zu entscheiden, wie ich zum Leben habe und wie ich mich zu entscheiden habe. Die Bildung der Regierung ist für mich total unseriös. Es kann mir niemand einsperren, der nicht einmal sein Studio fertig gemacht hat und noch nicht ein Euro selbstverdiente Geld vorweisen kann. Aber jetzt gibt es Gesetze in Österreich, die momentan halt so sind, dass es Corona-Regeln gibt und das negieren Sie. Es sind keine Gesetze, meiner Wissen nach, es sind Verordnungen und es gibt ein Abkommen von Genf, Konvention 1947, und Menschenrechte sind über jede Verordnung und es gibt auch noch 420 Verordnungen, die nicht unterschrieben sind. Ich habe keine unterschriebene Brief vom Bundespräsidenten gesehen, dass wir einen Notstand haben von nationale Tragweite in Österreich. Und wir sehen auch Licht ins Dunkel, Gala-Partys. Wir sehen auch im Internet Menschen kursieren, Politiker ohne Masken, Halari, Halaro. Der Herr Bürgermeister war mit 13 Menschen da, hat uns gesagt, dass die St. Johanna Volltrottel sind, macht die Fenster zu und lasst die Maske weg. Und warum dürfen die das und wir nicht? Ist die Krankheit nur für uns, für denen nicht? Also damit habe ich meine eigenen Gedanken gemacht und das ist mir erlaubt. Wenn Sie gerade den Bürgermeister angesprochen haben, der Bürgermeister sagt, er fühlt sich von Ihnen bedroht. Er hat jetzt auch Polizeischutz. Können Sie das nachvollziehen, warum? Also, wenn ich zu Ihnen sage, dass Sie eine Pfeife sind, fühlen Sie sich von mir bedroht? Würden Sie Polizeischutz suchen? Irgendwie muss ich mich wehren. Wenn mich jemand schlecht machen versucht, um ein Ziel zu erreichen, was seine politische Situation verbessert, ich werde keine politische Leiche werden. Und das, was ich machen kann, ist mich zu äußern. Und ich habe ihm gesagt, dass er eine Pfeife ist. Und er soll bei der Wahrheit bleiben. Und weil ich weiß, ich habe Leute im BH sitzen und in der Polizei. Ich weiß jedes Mal zwei Tage vorher, dass ich kontrolliert werde. Es sind Menschen, die den Herr Bürgermeister nicht mögen und sehen, dass hier ein Verbrechen stattfindet. Ich habe SMS, wo drauf steht, der Bürgermeister will dich aus der Gemeinde raushaben, weil du tanzt nicht nach seiner Pfeife. Können Sie mir das zeigen? Natürlich kann ich Ihnen zeigen. Der Bürgermeister steht hier, hat alles angeordnet, dass keine Vereine hier kommen, keine Feuerwehr. In Ihr Restaurant? In unser Restaurant. Ich sage noch einmal, das Restaurant hat meine Frau aufgemacht. Ja. Und ich führe das, weil ich Grieche bin. Ich koche und ich kann den Leuten diese griechische Flair anbieten, alle Fragen beantworten. Da meine Schwiegertochter für die Gemeinde Tennis arbeitet, kann ich mich hoffentlich nicht zu den Anschuldigungen zum Rupert nicht äußern.
Aber du hast vollkommen recht. Am Mittwoch, 15. Dezember, ab 17 Uhr, findet die Stadthalle, ist egal, das ist jetzt interessiert niemand. Ich würde mich gerne sagen, wie ich bin, aber ich muss mich verdecken. Das ist die Gründe, die interessiert niemanden. Ich will der Frau nicht Probleme machen. Ich habe mitbekommen, dass man sich fürchtet, dass du bei der Gemeinde Ratssitzung auftauchst und Rede hältst. So wie in Wien, das hat den Rupert geprägt und empört, dass Leute in Wien geschrieben haben, Rupert muss weg. Weil ich habe gesagt, was der Gemeinde hier mit uns hier macht. So. Ich habe die Dame gefragt, waren Sie bei uns? Kennen Sie uns? Tun Sie das auch schon zum Herrn Rupert? Oder auch Sympathie zu uns? Ja, wir waren bei Ihnen. Ich mache es für Gerechtigkeit uns. Sie setzen sich dafür ein. Und ich bewundere Sie. Keiner würde sich sonst hier das Internet trauen. Hier herrschen Zustände wie in Diktatur. Rupert erzeitet, was, wo, wer was machen darf. Andere werden nicht akzeptiert. Was ist das, Markus? Das da. Mhm. Warte. Ja. Da wird mir auch gesagt, dass der Lokal, wo er geht, immer offen ist, egal ob Pandemie oder nicht Pandemie. Mhm. Angeblich darf keine zu dir, Rupert hat das angeordnet, keine von der Gemeinde, Feuerwehrvereine. Warum, glauben Sie, will der Bürgermeister, also was ist der Hintergrund, glauben Sie, dass es daran liegt, dass Sie eben nicht kontrolliert haben oder woran liegt es, dass er Sie jetzt sozusagen nicht hier haben möchte? Wie Sie das empfinden? Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, weil, noch einmal, das Recht zu leben und zu entscheiden, wie ich lebe, geht kein Bürgermeister an. Es geht nur den Gott an. Da mache ich mir keine Gedanken. Ich weiß nur, dass er nicht korrekt ist, wenn er den St. Johann als Trottel bezeichnet, hier ohne Maske sauft und dann uns als mich persönlich als Grund für die vierte Welle bezeichnet, in aller Öffentlichkeit. Und es ist auch kein Grund, dass er unsere Vermieter anruft und eine Kopie vom Mietvertrag verlangt, um uns zu kündigen. Entschuldigung, wir haben 150.000 Euro da investiert. Wir arbeiteten 3 Monate, wir haben Blut hier gespuckt. Was soll das werden, wenn ein Bürgermeister entscheidet, was über mein Leben und meine Frau hat 30 Jahre im Spital Scheiße geputzt. Menschen bis zu Tod begleitet. Und weil er ein Bürgermeister ist, glaubt er, kann mit uns was machen. Natürlich werde ich ihm schimpfen. Und wer sich bedroht fühlt, ist, weil er lächerlich gemacht geworden ist. Ja, es kommen viele Leute, die mich gratulieren. Wir haben in unserem Postkasten Briefe, die mich gratulieren, dass ich das nicht zulasse. Und ich werde es nicht zulassen, dass mich ein Mensch ruiniert, um seine politische Agenda zu machen. Ich habe genug von den Bürgermeistern und von den Polizisten auch. Wissen Sie, ich sage Ihnen, Sie müssen mich auch verstehen. Vor
vor 2 Jahren hab ich mit meiner Frau unsere Hochzeit gefeiert. In Oschlip, an den Tisch, wo wir geheiratet, getraut haben, kommt der Bürgermeister. Pum, fett. Zu. Greift meine Frau zwischen die Beine und sagt zu ihr, ich will dich heiraten. Der Bürgermeister. Von Oschlip. Von Oschlip. Habe ich nicht, hat mir meine Frau später gesagt. Der steht auf, geht auf die Toilette und auf einmal scheppert es drinnen. Der schlägt sich mit Gästen, die zu gratulieren gekommen sind. Ich gehe drinnen, ich habe ihn gerettet, war alles kaputt drin, die Spüle und alles. Ruft er die Polizei und haut ab. Und dann kommt die Polizei zu mir und sagt, wo ist der Bürgermeister, geht weg. Und was sagt mir der Polizist? Ja, dürfen Sie überhaupt diese Uhrzeit offen haben? Was habe ich mit der Sache zu tun? Was für ein Recht, was für eine Macht haben diese Leute über uns? Es muss ein Ende haben. Ja, ich würde gerne noch zu einem Punkt kommen. Es gab auch jetzt ein paar Mal den Vorwurf in Richtung ja, Rechtsextremismus. Und zwar gibt es da eben den Vorwurf, dass Ihr Logo, Sieger, Sieger, das S so aussieht wie SS-Runen. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf? Hinter der SS sind 20 sind, Ikonen. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, diese Sigar-Sigar hat uns in unsere Verlobung ein Heer geschenkt. Er hat dasselbe geschlitzt und ich bin ihm dankbar, da ich mich an die Geschichte nicht interessiere, weil Leben ist für mich die Zukunft, habe ich mir darüber auch keine Gedanken gemacht. Und ich habe das in jedem Lokal mitgehabt. Und das erste Mal jetzt hier, so ein Vorwurf. Es ist alles inszeniert, um mich hier schlecht zu stellen. Aber jetzt ist Gottfried Küssl zum Beispiel ein verurteilter Neonazi. Das ist Ihr Problem, nicht mein. Ich habe mit den Geschichten, das sage ich Ihnen noch einmal, also, wenn Sie das so sagen jetzt, Hitler hat auch Hosen getragen. Jeder, der Hosen trägt, ist auch nur Nazi. Oder was soll ich mich jetzt, soll ich jeden Mensch, der da reinkommt, ausweisen? Ich bin in der Küche. Es kommen auch, es hat ein Laufhaus hier gefeiert. Wollen Sie mir anhängen, dass ich zu Hitler bin? Es geht nicht. Es steht in der Zeitung, sie haben drinnen gefunden Essen. Entschuldigung, ich habe 70.000 Euro bezahlt für meine Küche. Darf ich nicht essen? Wenn ich koche, ist illegal. Also wenn Sie da Kondome finden, wo ich meinen Bordellbetrieb anhänge, ich verstehe das nicht. Ich sehe das als absurd. Absurd. Und ich würde Sie bitten, das nicht mehr, es interessiert mich nicht. Ich weiß, Sie wollen Schlagzeilen machen. Aber das Thema Kussel ist für mich eine gegessene Sache. Es ist für mich unbedeutend. Ich kämpfe um meine Existenz. Ich versuche, Menschen hier zu haben, die genug von dieser Gesundheitsdiktatur haben. Menschen, die uns schätzen. Ich bin sehr bekannt. Ich habe 13 Lokale geführt. Es kennen mich 2 Millionen Menschen. Ich habe genug Freunde. Niemand kann mir nachweisen, dass die nicht meine Freunde sind. Keine. Und ich habe das Recht, in meinem Haus jederzeit zu kochen und so viele Leute aufzunehmen, wie ich will. Privatsphäre ist Privatsphäre. Sage ich Ihnen noch einmal, Sie versuchen, mich in den Dreck reinzuziehen und mich von hier aufzunehmen. Wovon leben Sie jetzt momentan? Sie haben mir vorhin gezeigt, Sie bekommen auch viele Strafen, da hat sich ja einiges schon zusammensummiert. Ich glaube, Sie haben gesagt, ich weiß, ich war einmal jung und hübsch, jetzt bin ich nur mehr hübsch. Aber diese ganzen Jahre habe ich Geld gespart. Ich nicht. Meine Frau, wir haben auch in diese 10 Monate
wo wir hier gearbeitet haben, belegt in der Zeit mit 40.000 Euro Umsatz gemacht. Wir haben auch Leute, die uns helfen, spenden. Es ist nicht schwer. Also es geht sich aus momentan für Sie? Es geht sich aus, im Moment geht sich aus, ja. Ja, also von meiner Seite gibt es irgendetwas, was Ihnen noch wichtig ist zu sagen. Ich glaube, wir haben sehr viel besprochen. Wie ich Ihnen gezeigt habe, das Lokal ist nicht illegal, weil es kein Lokal ist. Der Pachtvertrag ist aufgelöst mit 24. November. Es besteht ein Mietvertrag, das hier gewohnt wird und es wird als Haus benutzt. Und wir verbringen unsere Zeiten mit unseren Freunden und auch lassen Vereine drinnen, die es verlangen, und sie spenden uns ein Geld, dass wir auch weiterkommen. Es wird uns vorgeworfen, Steuerhinterziehung, habe ich Ihnen gesagt, unser Konto weist bei der Finanzamt ein Kunstschrift von 10.000 Euro. Es wird uns vorgeworfen, dass wir illegal hier kochen. Ich weiß nicht. Das Einzige, was hier illegal war, war der Polizeieinsatz. Ohne einen Durchsuchungsbefehl sind sie eingestürmt. Sie sind greiflich gewesen. Sie haben mich geschubst. Es ist die Bäcker hier gekommen. Spürhunde draußen, mit Zilde in meiner Küche. Ich habe Angst an den Leuten gemacht. Es ist ein Verbrechen für mich. Das ist für mich ein Verbrechen. Und es muss sich etwas ändern. Weil das Essen, was wir kaufen, der Telefon, den wir zahlen, die Rechnung, die Zigaretten, die wir rauchen, der Benzin, den wir tanken, ist auch Steuer, die wir zahlen. Die versuchen, einen Grund zu finden, um uns zu eliminieren. Und ich lasse es nicht zu. Jetzt, warum der Herr Bürgermeister Angst vor mir hat, weil ich einen Pfeife gesagt habe, oder Kakerlake, oder weiß ich nicht, wenn ich ein bisschen aufgeregt bin, es gibt andere Geschichten. Das sind wir ein bisschen. Was soll man machen? Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Also der ganze war für den Herr Kussel hier, ne? Lass ich länger das Gespräch. Können Sie noch kurz sitzen bleiben? Hoffen wir doppeln. Wir machen nur noch ein Bild, wo man uns beide sieht im Gespräch. Ja. Ich habe mir das, ich habe mir das aber anders gekauft. Sie wollten den Geschenk hier erfahren, ob es was wahr ist an der Sache. Aber das Geschenk hier für mich ist, dass ein illegaler Polizeieinsatz stattgefunden hat. Mhm. Aber für Sie ist das Geschenk, dass der Herr Kussel da war. Also unser Interesse. Na, die Frage war ja nur, weil es diese Aufregung gegeben hat, jetzt und in vielen Zeitungen gestanden ist, dass der Herr Kussel da war. Deswegen meine Frage auch, wie Sie sich das ja erklären sozusagen. Ja, nur ich möchte Ihnen auch sagen, dass unsere Interesse liegen weit auseinander, weil mich interessiert hier, dass etwas Illegales stattgefunden hat. Das nenne ich Stadtgewalt. Aber das haben Sie mir gesagt, ja. Ja, habe ich Ihnen gesagt. Und Sie interessieren sich für Schlagzeile, das finde ich irgendwie, wie es zwei verschiedene Interessen. Also, ich habe mir was anderes gehofft von Ihrer Seite, aber bitte. Ich glaube, ich habe sehr viele Fragen gestellt, ja. Unterschiedliche. Also, ja, aber die erste Frage war, wenn wir hier wussten, hier passiert ein Verbrechen. Ich habe Ihnen gesagt, wenn wir Herr Bürgermeister, Vizebürgermeister, Medien und BH angezeigt habe, wegen Amts- und Machtmissbrauch, wegen Diskriminierung, findet das Ganze jetzt statt hier.
oder vielleicht zufällig, ich weiß nicht, wie der Hepistel herkommt. Ich weiß es auch nicht, wenn ich den Mensch nicht kenne und seine Geschichte. Also ich lebe in Österreich seit 30 Jahren, aber ich weiß, die Geschichte hat mich nicht interessiert. Ich bin kein Historiker, ich bin ein Koch. Und ich hatte auch nicht viel von Politik. Aber das, die erste Frage, die ich wusste, mir ist es unbedeutend. Für mich ist ausschlaggebend, dass hier ein Verbrechen stattfindet. Und das müssen die Leute erfahren. Was sie mit den Gebussen machen oder was der Gebussen macht, will ich nicht ausspannen. Ich glaube, ich kann auch mit ihrer eigenen Bilderscheinung von einer Person rechnen. Ich weiß nicht, sehen Sie, dass ich rechtsextrem bin? Sie sehen unser Umfeld. Aber Sie haben mir ja erklärt, was Sie davon halten, von den ganzen Dingen, die jetzt sozusagen in den Medien gestanden sind. Und ja, mir ist es immer wichtig, dass ich einfach auch zu den Leuten gehe und auch frage, was ihre Meinung dazu ist. Ja, ja, wäre ich nicht hier. Ja. Sie sind mir sehr sympathisch und alle Leute treten sehr sympathisch auf. Nur fünfmal habe ich ein Interview gegeben und fünfmal ist gegen mich verwendet. Ich werde auf jeden Fall auch diese Aussage von Ihnen spielen, dass Sie sagen, dass Ihnen nicht bekannt war, wer der Hepistel ist. Ja. Also. Wissen Sie, ich bin so weit in mein Leben gekommen, dass ich nicht von Ihrer Aussage abhängig bin. Es wäre nett, dass Sie die Wahrheit ausstrahlen, weil es geht nicht weiter, aber wenn Sie das auch gegen mich verwenden, ich werde weiter existieren. Ich habe mit mir abgeschlossen, die Angst begleitet mich nicht mehr. Ich bin hier zum Leben und Leben heißt für mich frei sein. Frei bewegen, frei entscheiden und für andere Menschen da sein zu können. Solange das nicht stattfinden kann, es ist für mich kein Leben. Und mein Leben spielt auch keine Rolle mehr, wenn ich nicht leben darf.